der nächste Tag. Sandwich und Reiniger. Sandwich ist teurer geworden. Und Reiniger. Irgendeiner von den vielen. Ich weiß nicht welcher. Und den Rest mache ich nicht günstiger. Ich mache das nicht günstiger, das Produkt. Sollen wir das mal so machen? Ich zieh das jetzt mal durch. Komm. Kacken dreist. Ne? So, während die noch auffüllen, kann ich ja schon mal dazwischen arbeiten. Eine Kartoffel. Sehr gut. Beim Bier haben wir 4, 2, 2. Ich nehme den schon mal raus, weil ich muss ja den jetzt hier auffüllen. Sechs, zwei, zwei. Ja, was willst du denn da machen, Leute? Das ist doch... Hähnchen. 3, 1, 2, was weiß ich. So, aber jetzt bist du klar zu hören und Bild habe ich auch. Fast so gut. Ach, hör auf. Jetzt übertreibst du aber, oder? Das in Deutschland? Glaube ich nicht. Geht doch nicht. Naja, was willst du erwarten? Genauso stelle ich mir das ja auch vor. Wie es mir geht, auch danke der Nachfrage, ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Ich hatte jetzt hier im Grunde, jetzt muss ich mal eben überlegen, von Freitag beginnen bis einschließlich Montag ging es bei mir ganz ordentlich zur Sache. Und ich merke natürlich, dass ich für solche Späße im Grunde ja, langsam alt werde. Muss ich ehrlich sagen, also langsam. Langsam ist schwer. So, da. Jetzt muss ich mal eben gucken. Der war's und Pinky war's, ne? Ja, richtig. Aber überleg mal, die haben die komplette Milch aufgebraucht. Kann doch nicht sein, oder? Einmal Joghurt, einmal Sushi, einmal Sushi, korrekt? So, dreimal Kartoschka. Warum mache ich eigentlich hier? Weiß das einer? So, jetzt ist egal. Also, die haben ja richtig viel Bockmilch gesoffen, ne? Also, das muss man denen ja mal lassen. Was ist denn das jetzt? Sushi groß oder Sushi klein? Kacke. Was ist denn das für ein Karton? Sushi klein ist das.
Nee, also war ein anstrengendes Wochenende, weil ich wirklich an jedem Tag eine Veranstaltung hatte. Dann hatte ich von Sonntag auf Montag noch Besuch. Das war mein Todesurteil, weil wir haben bis 6 Uhr morgens gezaubert. Und ja, das merke ich. Also die Zeiten, wo ich das mal eben locker weggesteckt habe, die sind echt vorbei. Das kann ich nicht mehr. So blöd sich das anhört, aber ich bin so platt, ne? So richtig kaputt. Bis du da wieder in Schlafrhythmus kommst und überhaupt wieder in Lebensrhythmus, ist unglaublich. Wasserblau. Einmal Bleiche. Wie geht's dir denn? Mehlrot. Zweimal blau, viermal das andere. So. Das kennst du gut. Ach, du bist doch noch ein junger Hüpper. Ja, aber es ist wirklich, also ich hätte auch ehrlich, manchmal denke ich ja, ich übertreibe auch, ne, mit dem, ich werde alt und so. Aber also man merkt es an der Stimme, obwohl wir ganz ruhig und so, ne, aber gut, die Shisha qualmte, merkst du sofort, ne. Ich habe am nächsten Morgen nach zwei Shisha, ja, ehrlich, ich habe gedacht, ich gehe langsam, aber sicher ein bisschen kaputt. Ist unglaublich. Was haben wir früher gemacht, weißt du? Und heute nur ein Köpfchen und raucht. Nix. Gar nichts. Also keine Drogen. Nicht, dass das jetzt wieder jemand da rein interpretiert. Keine Drogen. Und was den Alkohol angeht, ihr wisst, ich trinke extremst selten und wir waren nur da kurz vor den Whisky leer zu machen. Also er war da, der Besuch war da bei den Whisky leer zu machen. Da habe ich dann ein Gläschen von meinem geilen Glenlivet getrunken. Sag mal. Hier fehlt doch. Ich habe doch vier von den Dingern bestellt, oder nicht? Hä? Ernsthaft, ich habe doch vier von den Dingern bestellt gehabt. Die haben doch nicht den kompletten Mehl leer gemacht, oder? Boah, also die Mitarbeiter, ne? Da muss ich aber mal ganz. Also die bringen hier eine Unordnung in mein System. Das ist unglaublich. Spaghetti, wie viel Spaghetti brauchen wir denn? Drei, ne? Ne, zwei. Bei Macaroni, ich lese gleich, bei Macaroni brauchen wir zwei. Ah, das beim Auffüllen ist Lesen auch gar nicht so einfach, aber. Wieso 6, 6, 6, 6, 6. Du weißt aber auch nicht, wo du den Scheiß hinstellen sollst. Soweit okay. Mir wurde nur vor einer Stunde eine Bratwurst angeboten und das klappt jetzt nicht. Das macht mich etwas traurig. Keine Bratwurst heute. Also keine Bratwurst zu Hause, dass dir mal eben eine Bratwurst machen kannst? Kennt noch welche hier in der TK?
Die wäre direkt vom Grill gewesen. Es gibt da schon einen Unterschied zwischen Bratwurst und Bratwurst vom Grill, gerade als Thüringer. Ja, nee, da widerspreche ich dir nicht. Also eine schöne auf Holzkohle gegrillte Wurst schmeckt sehr, sehr lecker. Da kann mir auch keiner von diesen veganen Leuten irgendwas anderes erzählen. Das ist lecker. So. Zweimal Chips, Schinken, Schinken, Dings und Dingens. Oh, Alter, ich krieg das kaum noch in den Kopf, ey. Das ist ja unglaublich. Zweimal von den scharfen Chips und das und das. Heieieiei. Chips scharf, Reiniger blau und hier die andere. Wie heißt die? Geschirrspüler. Weil ich auch immer diese Namen im Kopf behalten muss. Aber das war der Geschirrspüler, glaube ich. Hoffe ich. So. Absolut richtig, unterschreibe ich dir sofort. Ja, ich glaube, da sind wir, die das Zeug ja auch futtern. Wir wissen schon, was uns schmeckt. Oder? Also muss ja was dran sein. Es muss ja vielen Leuten schmecken, weil die Industrie versucht ja auch händeringend den Geschmack von Fleisch und Wurst nachzuahmen. Um das dann mit irgendeinem Tierwohlgedöns, ne, dass da nichts für gestorben ist. Außer vielleicht ein Chemiekonzern. Ja. Man soll jeder essen, was er will, das ist mir egal, aber ich werde mir keinen Kleister in die Fresse schmieren, nur damit irgendein Tier glücklich ist oder was. Hat er Pech gehabt. Ernsthaft. Könnte auch dem Löwen nicht sagen, oh, das arme kleine Rehkitz, lass das leben, ist vegan. Gut, jetzt könnte man sagen, Fussel, du bist kein Löwe, aber das ist egal. Einmal von jedem Müsli und den Reiniger. Und Reiniger. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, ich müsste auch noch irgendeine Nudel bestellen. Ich bin mir nicht sicher. Nee, Nudeln habe ich doch alle genug, ne? Habe ich schon gemacht. Alles klar. Ja, wenn ich über Fleisch sinniere. Ich sehe das genauso, Fussel und Huhu. Hallo, Blacky. Hi, hi. Ja, nee, also es ist, also ich bin natürlich überhaupt nicht für Tierquälerei, nicht, dass wir uns da missverstehen. Und ich finde, dass etliche von den Produktionsbedingungen, die wir aktuell haben, natürlich unter aller Sau sind, ne? Gar keine Frage, also das würde ich gerne ändern. Und wegen mir muss das Fleisch auch nicht, wer weiß wie, billig sein. Mehl wollte ich noch, Mehl war es, nicht die Nudel, der Mehl war es. Ich brauche noch einen Mehlwurm. Welches Mehl? Doch, das hier. Ja, Gehirn ist heute nicht leistungsfähig. Ne? Und ich muss auch, ehrlich gesagt, nicht jeden Tag Fleisch. Das versuche ich mir mittlerweile auch abzugewöhnen. Ist halt immer blöd mit der Gewohnheit, ne? Aber es gibt immer öfters mal so einen Tag, wo man nichts mit Fleisch auf dem Teller ist. Ob ich das hier alles... Ich weiß nicht, ich nehme das hier einfach mal aus dem Regal raus. Ich werde das mir bestimmt merken können. Dreimal Klopapier, einmal Klopapier. Das ist übrigens Toilettenpapier heißt. Dreimal, einmal. So, dann nehmen wir mal einmal... Pablo? Einmal Pablo bestellen. So. Aber ich weiß, es ist ein weites Thema und da muss man auch heute
Ja, dann kommt Debattenkultur und man könnte über sowas ja vernünftig reden, aber ich habe da mittlerweile aufgegeben. Und denkt mir so, wisst ihr was, macht doch eure verkackte Scheiße alleine. Kämpft für mehr Tierwohl, das ist in Ordnung. Bindet euch an, klebt euch fest, macht, was ihr wollt. Ihr seid alle alt genug. Ihr könnt machen, was ihr wollt. So, wir brauchen einmal Wein, wir brauchen einmal Whisky. Ne? Ich muss aber zugeben, es gibt vegane Produkte, die auch ganz gut schmecken, weil sie eben nicht nach Fleisch schmecken. Bei uns im Kaufland gibt es vegane Schnitzel, die nehme ich mir regelmäßig mit. Du, also, warum nicht? Also, nur weil etwas mit Weizenprotein gemacht ist, ne? Das ist ja immer so dieser Rückschluss. Weil das vegan ist, ist es scheiße. Nein, warum soll das denn scheiße sein? Ne? Also, warum soll denn etwas, was kein Tier beinhaltet, nicht auch lecker schmecken können? Das, klar. Ne? Aber wo ich halt immer ein bisschen Ketchup war, ne? Hatte ich Ketchup genommen? Oh Mann, oh, es sind schon wieder 7. Boah, ich komme nicht hinterher, ehrlich. Also heute ist noch Chat und hier einräumen. Wow. Das läuft. Habe ich da jetzt ein... Oh, Fussel, du bist aber auch... Mein Gott, bist du doof. Merkt ihr? Also, das ist nicht der richtige Zeitpunkt für harte Diskussion. Ich kriege das nicht mehr in die. Ich bin überfordert. Alles klar. Gehirn ist nicht wach heute. Dumm Zeug labern kann er, aber Regale einräumen ist er heute nicht richtig in der Lage zu. So. Nee, also natürlich gibt das leckere Produkte. Wo ich halt so ein bisschen Bauchschmerzen mit habe, ne? Ist, wenn dann dieser Gesundheitsaspekt kommt und gesagt wird, zu viel Fleisch ist total ungesund, ne? Dem ich ja erstmal auch nicht widerspreche. Unumwunden. Und dann kloppt man sich stattdessen irgendein veganes Zeug rein, was Nova Klasse 4 ist. Wer jetzt wieder nicht weiß, was eine Nova Klasse ist. Ja. Also was zu den höchst verarbeiteten Lebensmitteln gehört. Ich habe gedacht, die holen sich das da raus. Aber gut. Wir brauchen 2-mal den großen und 3-mal den kleinen Toast. Das ist übrigens Brot. 2-mal den, 3-mal den. So, das verstehe ich dann nicht. Und dass das alles so oft künstlich gemacht werden muss, weiß ich nicht. Bin schon wieder verwirrt. Ich hatte doch 2 einzelne. Wo sind die denn jetzt geblieben? Ach, Kinder, heute ist nicht mein Tag. Ich merke das schon. Ich sollte das heute mit dem Laden auffüllen mal lassen. Auf. Ja, nee, ne? Oh, jetzt kommen die ganzen Fertiggerichte. Moussaka. Irgendwas mit Schinken und Lasagne. Jeweils 1. Moussaka. Irgendwas mit Schinken. Und Lasagne. Der Rest ist ja noch da, ne? Eier groß.
Einmal Eier, einmal schwarz, dreimal grün. Eier groß, schwarzer Tee. Komm, dann kaufe ich den hier. So. Ja, ich hätte auch auffüllen können, aber das ist nicht ganz so wichtig. So, die Eierkes habe ich auch noch nicht rausgeholt, ne? Aus dem Regal. Ihr wieder hört. Nehmen. So. Ich sitze hier mit Hosen. Ich schwör. Was ist hier mit dem Tee? Ach so, ja. Brauchen wir denn sonst noch irgendwas hier? Nö, ne? Pommes? Pommes zweimal Hähnchen. Ja, ja, so ist das halt, ne? Und sonst so? Ich sitze gerade ein bisschen ungünstig für meinen Arm. Der kriegt nämlich gerade leichtes Kribbeln. Habe ich mir doch wieder was abgedrückt. War halt ganz kurz müde, ne? Rennen tut manchmal so richtig gut. Ja. Und weiter geht's. Es ist halt anstrengend, ne? Es ist schon, ne? So, Krabbe und Pü. Oh, ich war gerade echt überhaupt nicht mehr in der Lage zu sagen, welche Taste ich da gerade drücken muss, ne? Ich habe hier gerade wirklich gestanden und gesagt, muss ich jetzt R, G oder wie kriege ich die Butter da raus? Oh, Alter Belli. Butter, ja, nee, ist klar, das ist eine gute Butter. Also ihr merkt, ich bin gerade in einem Zustand, gerade nicht gut. Gerade komplett überlastet. So, und du fuscht in Planet Zoo. Naja. Ich habe gelesen, da kommt noch was mit Hühnern. Da kommt noch irgendein Update, ne? Allen Unkenrufen zum Trotz haben nicht viele gesagt, da wäre jetzt Schluss. Das sind alles Experten, wa? So, hier ist alles aufgefüllt. Ne? Dann gucken wir mal hier, was brauchen wir? Fassbier, Fassbier. Okay. Zweimal den Fass, einmal den Fass. Hühner, Rinder und Schweine. Alles klar. Das Berlin-Update. Was? Hat er nicht gesagt. Einmal Seife, zweimal Spülmittel, einmal Shampoo.
einmal Seife, einmal... Ja, ich weiß, war zweimal Spülmittel, aber dann hätte ich 7 und das will ich ja nicht. Und Shampoo. So, dann habe ich nämlich 6. Und für die Gäste zum Begrabbeln. Alles klar. Fussel ist ab sofort im Hühnerland. Mumuland. Ja, das ist ja schön. Dann können die da richtig rein und dann hast du so einen Streichelzoo, ja? Das ist doch cool. Wenn sie ihn dann noch halbwegs schön darstellen. Müssen wir ja eine Mini-Zoo-Challenge machen, wa? So. Darauf freue ich mich richtig. Auf das Update oder auf die Mini-Zoo-Challenge? Nein, es gibt keine konkreten Pläne. Also nicht glauben, dass ich wüsste schon irgendwas. Gibt nichts Konkretes. Ist nicht geplant. Ich schwöre. Ist nichts geplant. Beides, alles klar. Oh, die rennen schon wieder los. Ich mach schon mal die Kasse auf. Geh doch mal weg da. Vielleicht so eine Mini-Challenge. So für nebenbei so eine Diorama-Challenge. Aber dann hört man sich das wieder so abgekupfert an, weißt du? Wobei, jetzt ist natürlich die Frage, würden die Leute mich mit der Mini-Zoo-Challenge oder sondern mit einer Mini-Zoo-Challenge, nicht mit der Mini-Zoo-Challenge, mit einer Mini-Zoo-Challenge in Verbindung bringen? Wenn ich jetzt mal so ein Ding rausrufe, würden die dann sagen, du machst das nach? Oder würden die sagen, ja, nee, ist klar. So, das, ne? Aber da muss ich mir auch immer überlegen, will ich das? Weil das ist echt Arbeit. 36, 50, 5, 6, 90. Bitte sehr. Ja, mit den Kohlen. Könnte man mal machen, ne? Ach, mal gucken. Es wird immer einer sagen, irgendeiner schießt immer quer. Ja, naja, irgendeiner wird immer, genau, ne? Ich habe aber bei Gandalf dem Großen das schon gesehen, vor 36 Jahren. Hm, ja, richtig, das habe ich nachgemacht, genau. Es kommt ja immer drauf an, wer das sagt, ne? Wenn das die Schwergewichte im Challenge-Bereich sind, dann ist das was anderes, als wenn irgend so ein Hinterhof, was weiß ich, Typ da mal wieder seinen unqualifizierten Blödsinn ins Internet bläst. Aber dann denke ich mir immer, ich habe eh zu wenig Reichweite. Wenn ich sowas mache, das ist eigentlich viel Arbeit und dann nix. Deswegen. Lass das Team machen mit Einfluss. Ich mache hier meinen Simulator und gut ist. War immer, also, warum soll man auch das Rad 20 mal neu erfinden? Naja, weißt du, man kann es ja auch dasselbe Rad nehmen, aber vielleicht kann man ja die Lauffläche verbessern, weißt du, dass man sagt, okay, ich habe mir die Challenge mal angeguckt bei dem anderen und das und das und das war nicht so gut, vielleicht gab es auch Kritik und dann machen wir es einfach besser. Wäre ja auch okay, ne? Soll ja auch nicht 1:1 sein, man kann ja auch ein bisschen variieren, aber habt ihr alle dieselbe Mottenkiste oder was? Junge, Junge, Junge. Könnte man ja machen, ne? Aber. Weißt du, so eine Challenge mit Gewinnen und allem drum und dran aus dem Boden zu stampfen, das ist. Das ist echt eine Herausforderung. Und die machst du auch erst ab einer gewissen Kanalgröße. Also bei mir würde sich das nicht lohnen. Guck mal. Ja, der Hype hier von dem Spiel ist vorbei. Wir streamen jetzt wieder für 4.
Ne, die Abonnentenzahlen gehen gerade wieder runter. Die Followerzahlen gehen runter. Warum auch immer, keine Ahnung. Ich war jetzt 5 Tage nicht am Streamen und habe 6 Follower verloren. Zum letzten Mal. Ne? Nicht, weil ich nicht wollte, sondern weil schlichtweg überhaupt keine Zeit da war, den Computer anzumachen. Weil dieses Wochenende war wirklich pickepacke voll. Ne? So. Wobei Follower ja auch völlig uninteressante Zahlen sind. Ich mach's ja nichts mit, ne? €5,30 willst du zurückhaben? Da. Ah ja. Und dann musst du dir halt überlegen, ob der Aufwand, weil du musst ja Firmen anschreiben, du musst ja irgendjemanden haben, der dich da auch so ein bisschen unterstützt finanziell, ne? Das ist ja das. Oder du versuchst es selber und gibst dann da 100-200 Euro aus, dafür, dass du dann 3 Zuschauer hast, die nicht abonnieren. Ja, kann man machen. Und dann denke ich mir immer, kann man machen, ich nicht. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und ist auch nichts, wo man viel Geld mit verdienen kann. Muss man leider, leider auch immer wieder sagen. Ist ein Irrglaube. 10, 20, 30, 50, 60, 70, 1, 2, 3. Also ein bisschen Return of Invest müsste es eigentlich geben. So leid mir das immer tut, aber wenn du keine reiche Frau geheiratet hast, also ich jetzt als Mann, ne? Weil ich für mich entschieden habe, wenn, dann heirate ich vielleicht eine Frau. Wenn sich nichts anderes ergibt, heirate ich eine Frau. Ne? So. Irgendwo muss die Kohle herkommen, ne? Schleiges Thema, ich weiß. Ich bin auch müde, ne? Also alt werde ich heute nicht, ich merke das schon. Es sind aber auch Dinge hier, ne? Das ist ja unglaublich. Ich muss mich, glaube ich, beeilen, aber 96, 50, 75, 96. So, 10, 11, 12, 50, 60, 1, 2, 3, 4. Na, endlich mal einer mit Karte, da muss ich nur tippen, das ist einfacher. Wir kommen aber auch nicht so richtig schnell vorwärts irgendwie. Bin ich denn zu langsam im Einrollen? Ich meine, ich mache das heute mal gewissenhaft zur Abwechslung und nicht einfach nur reinpoltern. Der säuft aber auch. Hat Frust. Den guten Whisky. Sushi-Bier, alles klar. 20 Cent. Warte. Ciao. Machen wir die Kasse zu. Vielleicht heute doch mal Lotto spielen. Ich glaube, ist vorbei. 18:30, ne? Aber jetzt mal unter uns. Wenn ich jetzt im Lotto gewinne, ne? Nehmen wir mal an. Ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich gewinne jetzt 120 Millionen. Ne? Warum zum allen geschänderten Henker soll ich dann eine Mini-Zoo-Challenge machen? Hm? Da muss mir mal einer erklären. Warum soll ich dann meine ach so kostbare Lebenszeit, die ich mir durch finanzielle Freiheit derart versüßen kann, also wir reden über Nutten, Koks, Personal Trainer, weißt du?
Soll ich mich hier hinsetzen und eine Mini-Zoo-Challenge machen? Dafür, dass ich dann welche im Internet sagen so, ernsthaft? Leute, ihr müsst mal Prioritäten im Leben setzen. Bin ich weg? Wo ist denn der Fussel geblieben? Ach, der hat irgendwas von Karibik gepostet. Weißt du, dann gehöre ich zu den Reichen. Scheiß auf Klimawandel, habe ich nichts mehr zu tun. Mein Learjet fliegt auch so, weißt du? So sieht die Realität dann aus. Hier kommt auf Klöpse. 120 Millionen am Konto, mal eine Mini-Zoo-Challenge. Nee, ist klar. Hm. Junge, Junge, Junge. Alter, ihr habt aber auch den Schlaf der Gerechten, oder? Alle Müslis? Darf ich die Müslis machen oder müsst ihr euch da wieder einmischen? Ja, du, 120, ich würde die nehmen, ne? Also es ist jetzt nicht, dass ich sage so, nee, was soll ich denn damit oder so. Ich würde die glatt nehmen. Ich wüsste auch wie. Also ich wäre da schon gut vorbereitet. Und wer das nicht glaubt, kann mir ja mal 120 Millionen geben. Ernsthaft. Bin da gut vorbereitet. Ich schwör. Komm da gut mit klar. So viel bräuchte ich gar nicht, ist eigentlich schon deutlich zu viel. Ja, was heißt brauchen? Brauchen brauche ich die auch nicht. Aber überleg mal, was du damit alles Gutes machen kannst. Hm? Du kannst dir ein eigenes Schwimmbad bauen. Nur egoistische Ideen, weißt du, so geil. Nee, aber ich könnte mir zum Beispiel echt vorstellen, dass ich dann, nett wie ich bin, ne? Zum Beispiel auch was spende. Aber nicht, indem ich spende, sondern indem ich mich selber drum kümmere. Weißt du? Dann könnte ich mir gut vorstellen, dass ich mal nach Afrika fahre und dann einfach mal so... Oh, ich habe keine Lust mehr, mit denen zusammenzuarbeiten. Die sind doof. Ehrlich. Die sind doch schwachsinnig, meine Mitarbeiter. Ich will nicht mehr. Die sind ähnlich blöd. Kann er die nicht mal langsam richtig programmieren? So, genau. Blackie, genau so. Was ich hab, hab ich. Und das kann ich dann ja selber verteilen. Weißt du, ich würde da auch nicht irgendwo spenden, sondern ich würde mich da selber drum kümmern. Bei 120 Millionen kannst du schon einiges Gutes tun auf diesem Planeten. Und zwar das, was du für richtig hältst. Und du musst keinen teuren Manager bezahlen. Du musst keine Bank bezahlen. Ja? Die sagt, ja, wir unterstützen das Gute durch Kontoführungsgebühren. Ne? Eine gewisse Summe so anlegen, dass man davon gut leben kann. Mit einer gewissen geht mir am Arsch vorbei Stimmung. Ja, absolut. Da fragst du dann einfach mal den Fussel, der ist ja Finanzanlagenfachmann. Ich mach dir da schon mal zusammen. Kostengünstig. Muss ja auch mal was verdienen, weißt du? Siehst du, sofort greift er sich den Karton. Sofort. Das ist die höchste Priorität. Mir zwischen die Beine rumfummeln. Nee, du musst ja dafür sorgen, dass das Geld immer wieder reinkommt. Normalerweise ist das bei den Summen nicht schwer. Das muss ich dazu sagen. Also es ist eher schwer, das Geld loszuwerden. Bei den Summen. Muss man fairnesshalber sagen. Weil normalerweise, wenn du in den Sphären bist und es halbwegs richtig machst, ja, dann läuft dir das Geld hinterher, das kriegst du nicht raus, das kriegst du nicht mehr weg. Ne? Nee, aber man kann auch so viel Gutes tun. Und wirklich entscheiden, wie man es macht. Das ist ja das, was so schön dabei ist.
Mache ich was für Kinder? Mache ich was für Tiere? Ne? Mache ich was für Politiker? Ich habe heute dummerweise ja wieder zugehört. Das war wieder ganz schlimm. Weil die oberste Staatsanwältin für die Cum-Ex-Dinger ist ja zurückgetreten. Ne? Die hat ja gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Und ich habe mir das WDR-Interview angehört mit ihr. Warum, wieso, weshalb? Ne? War wieder so ein, ja, sagen wir mal, das Interview selber hätte man um die Hälfte kürzen können oder man hätte auch mal vernünftige Fragen stellen können. Ne? Deutscher Journalismus, lass uns langsam mal einen Haken dran machen. Aber ich fand das halt so zwischen den Zeilen, sie hat natürlich oft sagen müssen, da darf ich mich nicht zu äußern, laufendes Verfahren und so weiter, man kennt das ja, ne? Aber man hat zwischen den Zeilen ja schon rausgehört, dass da echt eine ganze Menge im Argen liegt. Vor ein paar Wochen hatte ich mir die Böhmermann-Nummer angeguckt, die Leiche im Keller von Olaf Scholz, wo ich mich bis heute frage, wieso wird da eigentlich nicht ermittelt? Wieso kann ein Bürgermeister oder ehemaliger Bürgermeister, ehemaliger Finanzminister und jetzt Bundeskanzler eine solche Karriere hinlegen, obwohl offenkundig er irgendwie Dreck am Stecken hat? Ich meine, es kann doch nicht sein, ernsthaft, es kann doch nicht sein, dass wenn ich sage, weiß ich nicht, kann ich mich nicht erinnern, dass dann alles gut ist, dass ich dann Bundeskanzler. Ich verstehe das nicht, ehrlich, ich kriege das nicht in meine Birne rein, wie das sein kann. Ja? Dass ich mich an nichts erinnern kann und dann ist gut. Dann ist gut. Dann habe ich gewonnen. Das kann doch nicht richtig sein. Also bei aller Liebe nicht. Ne? Und dass man da so eine steile Karriere machen kann. Ich verstehe es nicht, ernsthaft. Weil wie stellen die sich das vor? Und sie sagt, also die Staatsanwältin sagt ja auch, die Kleinen werden gehängt, die Großen dürfen unbehelligt weitermachen. Und das Schlimme ist, es ist leider genau so. Ne? Aber ich meine, klar, das ist ja auch, wenn du mal wieder reinguckst, ja, Lindner fordert wieder härteste Sanktionen für die Leute, die Sozialleistungsmissbrauch begehen. Aber für seine Klientel, die ganzen Steuerhinterzieher, da brauchen wir nicht, so darf man die auch gar nicht nennen, weißt du? Dann denke ich mir immer so, Alter, ist doch nicht normal. So. 85 Kunden. Einer fand das Produkt zu teuer. Aha. Wir haben auch nur 2,5 gemacht. Was allerdings daran liegt, dass wir ein bisschen höhere Bestellkosten hatten. Alles klar. 74.000. Na gut, machen wir weiter.